Hallo von Herzen, meine lieben Waagegeborenen. Ich begrüße euch zur neuen Monatsenergie für den Monat Januar 2023. Ein bisschen verspätet. Es tut mir leid, manchmal klappt es nicht so, wie man sich es vornimmt. Rückläufiger Merkur. Aber ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Wir schauen hier, mit welcher Energie seid ihr in den Januar gestartet? Welche Energie begleitet euch über den Januar? Und mit welcher Energie verlasst ihr den ersten Monat des Jahres 2023? Ihr bedenkt bitte, es sind allgemeine Energien. Das heißt, sie können, sie müssen nicht mit euch in Resonanz gehen. Ich lasse die Karten wie immer aus dem Deck springen. Und jetzt fangen wir doch mal an, mit welcher Energie sind denn meine lieben Waagegeborenen in den Januar gestartet? So. So. Okay, dann haben wir hier die vier Kelche und die zehn Schwerter. Ich glaube, meine Waagen sind ein bisschen angepisst. Irgendetwas hat ja nicht so funktioniert, irgendetwas wurde beendet. Und das ist so ein bisschen die Karte, ich bin etwas angesäuert, ich bin etwas angepisst. Also es kann sein, dass ihr selber in dieser Energie seid oder dass diese Energie von außen auf euch zukommt. Irgendetwas wird hier gecuttet, irgendetwas wurde beendet, irgendwo gab es hier eventuell Unstimmigkeiten, irgendetwas hat hier nicht so funktioniert. Das ist so auch die Karte, ja, man fühlt sich einfach angesäuert und angepisst und da will man hier einen Cut machen. Das kann jetzt eine zwischenmenschliche Beziehung sein, das kann aber auch eine Situation auf Arbeit sein. Also mit irgendetwas seid ihr hier schon nicht so ganz glücklich ins neue Jahr gestartet. Vielleicht hat auch irgendwas nicht funktioniert. Ich meine, Merkur ist rückläufig, Mars ist rückläufig, da muss man auch mit Planänderungen rechnen. Ist ja so ein bisschen für die strukturierte, akkurate Waage auch immer nicht ganz einfach. Aber wie gesagt, ich habe wirklich das Gefühl, dass hier irgendetwas nicht ganz so funktioniert hat, wie ihr euch das vorgestellt habt. Oder dass man sich auch hier von jemandem sehr verletzt und verraten gefühlt hat. Das ist für mich auch so die Verbindung. Ich fühle mich verraten. Es funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Du gehst mit meinen Gefühlen nicht gut um. Jetzt lassen wir hier doch nochmal eine Klärungsenergie springen. Aus dem Tarot, was kommt danach? So, da haben wir hier den Bube der Münzen und die drei Kelche. Das ist aber dann relativ schnell auch schon wieder aufgehoben worden. Ne? Also es ist hier vielleicht so, dass etwas nicht so ganz funktioniert hat, wie ihr euch das vorgestellt habt. Aber hier kam ein Angebot, was sicherlich nicht ganz so das ist, was ihr euch vorstellt, auch passend zu den vier Kelchen. Aber es hilft euch zumindest erstmal eine Wunde, die ihr hattet, so ein bisschen zu beruhigen. Die Blutung zu stillen, sag muss mal so, ne? Also eine blutende Wunde verursacht und irgendwas passiert da, wo zumindest erstmal die Blutung gestillt wird. Der Schmerz ist noch da, aber die Blutung wird gestillt. Und da könnte es hier sein, dass ein ein Feuerelement, nee, doch ein Erdelement wichtig geworden ist. Entschuldigt, jetzt war ich völlig raus. Also Stier, Steinbock, Jungfrau, ne? Könnt ihr halt eine wichtige Rolle gespielt haben, die euch da oder der, je nachdem wer, euch da wirklich auch unterstützt hat, euch da so ein bisschen den Schmerz genommen hat. Ne? Ja, wir schauen jetzt mal weiter. Mit welcher Energie geht ihr denn durch den Januar 2023? Guckt mal, ach, das gibt's ja nicht. Da haben wir die drei Schwerter. Und die Justice, die Gerechtigkeit. Meine lieben Waagegeborenen, hier geht es auf jeden Fall um Entscheidungen. Ob ihr die trefft oder ob die von außen getroffen werden, das kann ich euch nicht sagen. Aber die drei Schwerter ist zwar eine Karte des Schmerzes und des Kummers, aber hier liegt ja gleich auch wieder die Heilung, beziehungsweise der Schmerz, der nicht so groß wird. Es ist möglich, dass ihr im Januar eine Entscheidung treffen müsst oder dass eine Entscheidung getroffen wird, die zwar im ersten Moment schmerzhaft ist, aber die die einzig richtige Entscheidung ist, weil es da um eine gerechte Entscheidung geht. Wie gesagt, ob diese Entscheidung auf euch zukommt oder ob ihr diejenigen seid, die diese Entscheidung treffen, das sagt das Bild jetzt nicht. Aber seid gewiss, die Entscheidung, die getroffen wird, ist definitiv richtig. Und guckt mal an der Unterseite vom Tarot, was kommt danach? Liegt die Justice auch. Na?
Es wird hier ein faires Urteil gesprochen. Hier haben wir das Schwert. Es wird ein faires Urteil gesprochen und es kommt ein Gleichgewicht rein. Hier sind diese zwei Personen, der König und der Bettler, noch nicht zu sehen, aber hier. Und das ist der Hinweis. Egal, was du hast, wer du bist, die Menschen werden gleich behandelt, ne? Also es kommt hier ein faires Urteil. Wir lassen aber jetzt hier nochmal eine Klärungskarte springen für die drei Schwerter und die Gerechtigkeit. Eine Karte bitte noch. Eine Klärungskarte. Na gut, da sind nun gleich drei gekommen. Nee. Ihr Süßen, das sind jetzt zu viele. Das sind zu viele. Eine Klärungskarte bitte. Das gibt's doch nicht. Das waren auch zu viele, ihr Süßen. Es bleibt spannend. Ich hätte gern eine Klärungskarte. Geht doch. Da haben wir die sieben Schwerter. Ich konnte es mir fast denken, ihr Süßen. Also passt mal auf. Die sieben Schwerter ist die Karte. Da schleicht sich jemand oder etwas davon. Im normalen Tarot ist es ja die Karte, ich schleiche mich davon, weil ich mich einer Verantwortung, einer Situation nicht stellen möchte. Den Weg des geringsten Widerstands, im schlimmsten Fall auch Lug und Betrug. Im Tarot, was kommt danach? Und das finde ich interessant. Ist es so, es wird passend auch zur Justice, zur Gerechtigkeit, ein Urteil gefällt. Irgendjemand, der nicht ehrlich zu euch war, der nicht fair zu euch war, wird ja auf Deutsch gesagt seine gerechte Strafe oder ihre gerechte Strafe bekommen. Weil man sieht das hier sehr schön bei den sieben Schwertern, dass derjenige, der hier nicht fair und ehrlich agiert hat, sich auf Deutsch gesagt selbst die Schlinge ums Bein legt. Und da kann es sein, dass ihr hier auch irgendwie einen Lügner oder etwas, was nicht fair gelaufen ist, enttarnt. Und daraus oder daraufhin trefft ihr dann eine Entscheidung. Also irgendwie wird hier etwas Ungerechtes, Unfaires, Lugbetrug, wird hier im Januar gelüftet. So, jetzt schauen wir mal, mit welcher Energie verlasst ihr denn den Januar 2023? Da haben wir hier den König der Münzen. Also es könnte sich hier auch um jemanden handeln oder der könnte euch auch unterstützen. Stier, Steinbock oder Jungfrau-Element. Wir schauen mal weiter. Ich hätte gern noch eine Karte. Und die Zweikelche. Es geht hier um das Thema Versöhnung, Annäherung. Das Thema Versöhnung und Annäherung. Ich lasse jetzt hier mal gleich noch eine Klärungsenergie springen. Man hat hier einen Blickwinkel geändert oder wird einen Blickwinkel ändern. Also, mit welcher Energie verlasst ihr den Januar? Der König der Münzen steht für eine Person in Allgemeinlegung, egal ob männlich oder weiblich. Aber es ist auf jeden Fall eine Person, die sehr bodenständig ist. Jemand, der genau weiß, was er will. Jemand, der eventuell auch selbstständig tätig ist oder wirklich dem das Thema Arbeit und Finanzen, Existenz sehr wichtig ist. Hier könnte jemand wichtig werden für euch, der genau diese Eigenschaften verkörpert. Und hier haben wir, dass hier jemand auf euch zukommt oder ihr auf jemanden zugeht. Das ist auf jeden Fall die Karte der Annäherung, der Versöhnung, des Flirts, der Zusammenkunft. Das muss jetzt nicht zwangsläufig wirklich das Thema Liebe betreffen. Es kann sich auch hier um Vertragssachen handeln, ne? Dass man hier eine Vereinbarung trifft, dass man hier aufeinander zugeht, um ein Bündnis zu schließen. Auf jeden Fall werdet ihr hier den Januar verlassen mit einem Geistesblitz. Ihr seid in einer Situation irgendwo weitergekommen. Ihr habt den Blickwinkel geändert oder ihr bekommt Unterstützung, um einen Blickwinkel in einer Situation zu ändern. Das kann hier zum Beispiel auch durch den König der Münzen passieren. Ne? An der Unterseite haben wir hier die Herrscherin. Das ist ja die Königin aller Königinnen im Tarot. Und die Herrscherin ist eine Venus-Energie, Waage- und Stier-Energie. Also genau auch eure Energie. Das heißt, es kann hier sein, dass irgendetwas Neues ins Wachstum gebracht wird. Irgendetwas Neues,
wird erschaffen. Das ist auch die Karte der Schwangerschaft. Also wer jetzt vielleicht nicht unbedingt schwanger werden möchte, kann ja auch gut ein bisschen aufpassen. Ansonsten, wer schwanger werden möchte, ist zum Beispiel auch hier wirklich die Karte der Schwangerschaft, ihr Süßen. Und bei dem normalen Tarot haben wir die Temperance, die Mäßigkeit. Es wird etwas ins ausgewogene Prinzip gebracht. Etwas geht in die Heilung und wir hatten die Heilung jetzt schon öfter da und auch hier die Justice, die Gerechtigkeit. Lug, Betrug wird aufgedeckt. Ihr bekommt hier Unterstützung, ihr bekommt Support. Ja? Auf jeden Fall zu Beginn, wie gesagt, ein bisschen angesäuerte Energie, aber zum Monatsende hin liegt hier irgendwie eine Zusammenkunft, eine Erlösung, eine Versöhnung etc. Wir schauen jetzt mal, welches Krafttier begleitet denn die lieben Waagegeborenen? Welches Krafttier? Da haben wir den Vogel, das Seelenfeuer. Die Boten des Himmels senden dir lichtvolle Zeichen. Verbinde dich mit deinen Engeln. Sie haben dir Wichtiges mitzuteilen. Ah, ist ja interessant. Okay. Und an der Unterseite haben wir den Luchs, das neue Bewusstsein. Veränderung und Neuerung kündigen sich in deinem Leben an. Lausche nach innen und beachte die Zeichen der Zeit. Sehr schöne Energien, liebe Wagen. Ja, das war es auch schon von mir. Ich habe mich relativ kurz gehalten. Hoffe, dass es euch hilft und wünsche euch einen zauberhaften und vor allem gesunden Monat Januar und dann hoffentlich bis bald, meine lieben Wagen. Tschüss!